Meine Story ging wahrscheinlich über einen längeren Zeitraum. Auslöser war im Prinzip mein Burnout, den ich, wann war das, 2008 diagnostiziert bekam. Und nachdem ich dann relativ gut genesen war, schickte mich meine Ärztin in den Zwangsurlaub, weil ich nicht zur Kur wollte. Und dann habe ich quasi entschieden, gut, machen wir das, damit kann ich leben, und entschied mich dafür, auf die Seychellen zu fliegen. Wollte schon immer mal irgendwie lange hin, hat mich irgendwie intuitiv dahin gezogen, und dann kam ich am ersten Tag dort an. Und was hat dich in den Burnout getrieben? Und wie hat sich das gezeigt, dass unsere Zuhörer mal wissen, welche Voraussetzungen du hattest, dann auf einem wunderschönen Urlaubsplateau eigentlich eine Reha zu machen, mehr oder weniger? Also ich sage mal, die Ursache, glaube ich, liegt mit Sicherheit irgendwo in der Kindheit, ne? Die wirkliche Ursache. Zum damaligen Zeitpunkt habe ich geglaubt, es lag an der Trennung von meinem Ex-Freund, den Strapazen im Job. Und ich habe tatsächlich es erst dann gemerkt, als ich irgendwie das Gefühl hatte, ich habe ständig sowas wie Blackouts. Ne? Also ich saß einfach da und konnte nicht mehr folgen und dachte, ich kipp gleich um. Und da hatte dann auch ein Neurologe festgestellt, meinte, ja, bei Ihnen setzt Ihr Gehirn alle 5 Minuten für eine Sekunde aus. Oh, okay. Und da sagte ich, oh, alles klar. Also das war irgendwie, ich muss mich kräftemäßig irgendwie ganz gut gehalten haben, aber es war dann schon ziemlich körperlich weit fortgeschritten. Und Also habe das aber alternativ. so habe ich das jetzt noch nie gehört, dass das ein Neurologe so klar definiert, wie diese Schutzzone oder wie auch immer man das nennen mag, wo der Körper dann eingerichtet hat, sich anfühlt. Naja, es ist eben, also meine Ärztin hatte mir das damals erklärt, ne, das ist, also ich sag mal, wir nennen es Burnout, ne? Klassische Diagnose ist wohl meistens dieses Fatigue-Syndrom. Und das kann man eben mit dem EEG an den Gehirnströmen messen. Und sie wollte eben wissen, wie stark ist das quasi dann ausgeprägt, um dann dementsprechend auch ihre Behandlung dann mit mir durchzugehen. Weil sie eben auch nicht, also wir waren uns einig, dass wir nicht mit Psychopharmaka arbeiten wollten, sondern wirklich dann, also wir haben klassisch mit Zink und Vitamin B begonnen. Und ich bin dann auch relativ schnell körperlich genesen, aber das ist ja nicht die eigentliche Arbeit, die dann dahinter hängt, ne? Also man kann sich körperlich, glaube ich, relativ schnell wieder aufrappeln. Aber naja, die eigentliche emotionale Ursache, die hängt ein bisschen länger. Und die habe ich dann auch tatsächlich, also wieder nochmal neu erfahren dürfen. Also das kommt jetzt quasi dann auch in dieser Geschichte nochmal vor, weil ich habe es dann natürlich begonnen zu bearbeiten. Es war die Familie, aber da war noch nicht alles durch. Ja, wie ging es dann weiter auf die Seychellen? Genau, ich kam eben an auf den Seychellen, direkt am ersten Tag, ne? Man ist über Nacht geflogen und ich dachte, na gut, im Hotelzimmer jetzt schlafen ist ein bisschen blöd, wenn man auf so einer Trauminsel gelandet ist. Dachte, ach, legst du dich an den Strand im Schatten? Am ersten Tag passiert eh nicht viel. Ja, weit gefehlt, wenn man als Frau allein am Strand auf den Seychellen ist. Gerade auch noch ausgerechnet an dem Strand, wo die ganzen Rettungsschwimmer trainieren. Hörte ich dann immer, hi, Madame, hi, wie geht's? Und ich war dann schon so genervt, dass ich sagte, lasst mich bloß alle in Ruhe. Bis dann schließlich einer ankam und ich dachte, du weißt du, die Hosen waren so ein bisschen zerfetzt. Er trug irgendwas in den Händen. Ich dachte, das wären so eine traditionellen Fischernetze. Sprach mich ganz freundlich an, Bonjour Madame, ça va? Und ich habe mit ihm kurz gesprochen. Ja, ich kann zwar Französisch, aber mir wäre Englisch lieber. Und kam ins Gespräch und da traf ich eben meinen
mittlerweile Ex-Mann, also zukünftigen Mann, und habe dann tatsächlich mit ihm 2 Wochen jeden Tag geredet und verbracht, bis wir am letzten Tag dann feststellten, ups, ineinander verliebt. Also ich flog zurück, war schwer verliebt. Das erste Mal in meinem Leben, muss ich dazu gestehen, ich war vorher noch nie verliebt gewesen. Mein Vater sagte, na endlich! Wie alt warst du damals? Na, 2008 war ich gerade 30 geworden. Also mit 30 habe ich mich dann das erste Mal wirklich verliebt. Ich würde sagen, vorher waren das Zweckgemeinschaften, ne? Nicht allein sein wollen und so weiter und so fort. Also, was machst du? Ne, mein Vater sagt, ach, das ist doch, das geht wieder vorbei. Ich bin dann aber direkt 4 Wochen wieder später nochmal zurückgeflogen. Und so haben wir uns immer wieder gesehen, bis wir uns irgendwann auch entschieden haben, er kommt zurück. Und wir haben eben auch gleichzeitig entschieden, wir heiraten einfach mal, weil das wäre die einzige Möglichkeit, eben wirklich zusammen zu sein. Haben dann ein Jahr wirklich später auf den Tag genau geheiratet, dort auf den Seychellen, weil das wäre anders auch nicht machbar gewesen. Ne? Das hat eine Anwältin mit mir geklärt, heiratet dort und dann versucht ihr so schnell wie möglich, es geht. Wahrscheinlich wird es ein Jahr lang dauern, bis er nach Deutschland nachkommen darf. Aber auch das, es sollte irgendwie sein, dauerte nicht, wie wir uns eingerichtet hatten, ein Jahr. Es dauerte 4 Wochen. Und er musste plötzlich sein Haus aufgeben. Er musste mit Freunden, die ihn noch besucht hatten, musste sagen, ich fliege mit euch nach Paris. Ich muss nach Berlin zu meiner Frau. Ja, und dann ist aber leider 4 Jahre ist wirklich, 4 Jahre später ist dann so passiert, dass bei ihm Eifersuchtswahn ausgebrochen ist. Ne? Also, obwohl wir in einer, ich sag mal, sehr glücklichen Ehe waren, war das dann der große Schock. Ich dachte, ne, das es ist erstmal normale oder nicht ganz normale Eifersucht, aber ne, da steigert er sich in was rein. Ich muss ihn doch nur überzeugen, dass ich nichts gemacht habe. Tatsächlich musste ich dann aber irgendwann verstehen, dass das wirklich Wahnvorstellungen sind. Ne? Für ihn ist das Realität. Seine Frau geht ihm fremd und nun ja. Um da, ich sag mal, ich bin da wirklich über, das waren Kameras in der Wohnung versteckt. Am Ende habe ich sogar noch einen Lügendetektor-Test mitgemacht. Also auch viele Sachen habe ich dann mitgemacht, wo ich sagte, was hast du dir da eigentlich angetan? Ne? Und am Ende musste ich oder habe ich mir dann eingestanden, weil ich bin dann halt auch relativ schnell in eine Therapie gegangen. Natürlich erstmal nicht, um mir zu helfen. Ich wollte ja meinem Mann helfen. Und dann stellte sich halt raus, ich leide unter Verlustangst. Ne? Einfach jemanden zu verlieren, alleine zu sein. Kann ich nicht, will ich nicht. Und das war wirklich für mich, glaube ich, die allerschwerste Entscheidung, ihn gehen zu lassen. Ne? Wir haben wirklich, glaube ich, zu dem Zeitpunkt in einem Moment der Vernunft von uns beiden entschieden, wir trennen uns, er geht zurück. Und das, obwohl wir uns halt natürlich weiterhin geliebt haben. Aber es war ganz klar, wir haben, solange er seine Ängste da nicht oder seinen Wahn nicht unter Kontrolle kriegt, keine Zukunft.